Und das sind die Themen der heutigen Sendung. Letzte Saisonfahrt der Breitenauer Bahn am vergangenen Wochenende. Sitzung des Steirischen Landtages in Graz und Aufsteirern brachte wieder 100.000 Besucherinnen und Besucher in die Landeshauptstadt. Bahnfahren. Da werden auch Männer zu Kindern. Viele junge und jüngste Passagiere haben einmal davon geträumt, selbst Lokomotivführer zu sein. Die Abschlussfahrt der heurigen Saison fand besonderes Interesse bei allen Alters- und Gewichtsklassen. Für diese Fahrt wählte man den Slogan Langsamfahrt aus Eisen. Erlebnis, Natur und Bahnnostalgie. Die Saisonabschlussfahrten sind ein Programm. Wir fahren heute 5-mal. Und zum Mittag gab es eben diese Uraufführung mit der Eisbahn und Musikverein Brugg an der Mur, hoch der Breitenaubahn heißt der neue Marsch. Wir haben vieles, wir haben eine Gartenbahn, wir haben Modelleisenbahnen, aber der Marsch hat uns noch gefehlt und den gibt es ab heute. Die Breitenauer Bahn ist nicht nur ein Vergnügungszug, sondern auch eine wichtige Verkehrsverbindung. Das heißt also, diese Bahn wird noch lange ihren Dienst versehen. Ja, die Fahrt ist immer ein Highlight. Wir haben immer Anfragen nach Personenfahrten. Wir fahren ja hauptsächlich Güter. Wir fahren ja täglich Güter aus dem Berg Breitenau in die nach Mixnitz zur Umladung. Und der Verein fährt 5 Tage im Jahr. Das machen wir gerne, freut uns auch sehr, wird auch sehr gut angenommen. Es gibt wohl kaum ein Eisenbahnfest, das nicht von einem zünftigen Marsch begleitet wird. Besonderheit bei diesem Erlebnistag ist die Uraufführung eines Marsches, der von einem Mitglied der Freunde komponiert wurde. Und jetzt Signal auf Grün und los geht's. Ein Hoch der Breitenauer Bahn. Landtagssitzung in der Gesetzgebungsperiode. Eröffnet wurde im Landtagssitzungssaal mit der Bestellung des neuen Chefs des Landesrechnungshofes. Die Opposition kritisierte die Vorgangsweise zum Auswahlverfahren. Heinz Drobesch konnte erst im 3. Wahlgang bestellt werden, nachdem die Opposition gegen die Nominierung war. 3 Wahlgänge waren notwendig, da der von ÖVP und SPÖ vorgeschlagene Kandidat erst in der Wahl mit der einfachen Mehrheit fixiert werden konnte. Die Landtagssitzung wurde von einigen wichtigen Themen beherrscht. Der steirische Agrarlandesrat ging schärfstens gegen die derzeitige Vorgangsweise der Milchmengensteuerung vor. Es ist so, dass es ja bis vor 2 Jahren klar geregelt war, wie viel Milch ein Bauer liefern darf. Und alles, was er darüber geliefert hat, hat er mehr oder weniger mit ordentlichen Strafzahlungen bezahlen müssen. Jetzt ist von der Europäischen Union mehrheitlich gegen die Stimmen Österreichs diese Quote aufgehoben worden und die Milchmengen haben sich erhöht und der Preis zur Katastrophe der Bauern hat sich ordentlich nach unten bewegt, nämlich um nahezu 25% nach unten vom Ausgangswert 2014. Und das ist natürlich für die bäuerlichen Betriebe eine echte Katastrophe, weil es ein Einkommensminus von 20-25% bedeutet. Und auf der anderen Seite muss man sagen, ist am Handel oder über den Handel der Preis für die Milchprodukte eigentlich nicht verändert worden. Das heißt, der Konsument zahlt gleich viel, obwohl der Bauer eigentlich um 25% weniger bekommt. Und das müssen wir korrigieren. Das ist einfach nicht in Ordnung. Ein Dauerbrenner bei jeder Sitzung im Plenum ist das Thema Verkehr. Der zuständige Landesrat wartete mit einer neuen Variante die Verkehrsprobleme betreffend auf. Wir haben die Radfahrtstrategie 2025 beschlossen. Ich bin als Verkehrslandesrat mit einem großen Wunsch und einem Ziel angetreten. Ich will in der Steiermark das Rad
als das Verkehrsmittel Nummer 1 für die kurzen Wege etablieren. Es gibt Untersuchungen, wo wir ca. 50% der Wege bis zu 5 Kilometer mit dem Rad fahren könnten, nicht mit dem Auto. Und ca. 75% aller Wege täglich sind unter 10 Kilometer, also alles Strecken, wo wir mit dem Rad fahren können. Und es ist unbestritten, dass wir also für den Klimaschutz etwas machen müssen. Wir haben CO2, müssen wir einsparen. Der Großteil kommt vom Verkehr, 20% in etwa. Und wenn wir das Rad auf diese kurzen Strecken bemühen, dann können wir wirklich etwas für den Klimaschutz tun. Und natürlich, ganz ein wesentlicher Punkt ist unsere Gesundheit. Radfahren ist gesund, hält fit und wir brauchen uns nicht ärgern, weil mit dem Rad findet man leicht einen Parkplatz. Die FPÖ kritisierte ihrerseits die Versäumnisse im Bereich der Wohnungsförderung. Wir verstehen darunter die traurige Tatsache, dass die Steirer seit Jahren im Sozialbereich Kürzung um Kürzung erleben und jetzt mit der Vermögensgrenze, wie das heißt, von 4.188,80 € insofern bei der Wohnunterstützung belastet werden, dass auch sämtliche Sozialleistungen, Pflegedienstleistungen, Behindertenleistungen, Alimente, Kinderbetreuungsgeld, Familienbeihilfe eingerechnet werden und die Steirer auch zu einem Sozialstriptease gezwungen werden, insofern sie sämtliche Vermögenswerte wie Bausparverträge, Sparbücher und dergleichen vorlegen wollen. Und hier spart man leider wieder mal bei jenen, die diese soziale Unterstützung am nötigsten brauchen. Eher als Randthema wurde der Vorschlag der FPÖ in den steirischen Schulen, die sogenannte Schulkleidung einzuführen. Dieses Thema wurde umgehend kritisiert. Vorgeschrieben, nein, ich bevorzuge auch den Begriff einheitliche Schulbekleidung. Gibt es in vielen Ländern, hat es auch in Österreich in zahlreichen Privatschulen gegeben. Wir wollen das niemand vorschreiben, wir wollen einfach eine Umfrage starten unter Schülern, Lehrern und Eltern, ob das gewünscht wird. Die Vorteile, die wir sehen, das ist auch aus anderen Ländern bekannt, ist, dass der soziale Druck in der Klasse und der Markenzwang nicht mehr so sichtbar ist. Also ich würde sagen, steirisch gesprochen, das ist so notwendig wie ein Kropf. Der Titel oder die Bezeichnung Schuluniform, der sagt ja schon viel aus, wohin die Intention beim Antrag der Freiheitlichen Partei geht und das kann man nur ablehnen. Das würde ich auch ins Reich des Populismus einordnen wollen, wo die Freiheitlichen ja sehr oft daheim sind. Bekanntlich gibt es Themen, die seit Jahren im Landtag zur Diskussion gestellt werden, aber deren Lösung bis heute noch offen ist. Warten wir also gespannt auf die nächste, die 18. Landtagssitzung. Gemma aufsteirern, lautete die Einladung zum größten Volkskulturfest des Landes. 2500 Akteure, über 100.000 Besucher und keine Alkoholleichen war die Bilanz dieses Freudenfestes. Und alle kamen sie in Tracht, echt oder modisch, die Damen hübsch, wie es sich für Steirerinnen gehört und natürlich Männer aus echtem Leder. Aufsteirern, ein Event, das seinesgleichen suchen kann. Und alle waren sie Freunde, ein Küsschen links und ein Küsschen rechts und gute Laune in der Mitte. Von den bescheidenen Anfängen vor Jahren bis zum Jahr 2016 zieht sich die Vorfreude, die Freude und die Nachfreude durch die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Bilanz. Alle kamen sie auf ihre Rechnung und das nicht nur wegen der Einführung der Registrierkasse. Auch der Schottenrock gehört, wenn schon nicht zur Steiermark, immerhin zur Tracht. Wie heißt der bekannte Schlager? Unter dem Schottenrock ist gar nichts, da ist nichts und da war nichts. Heute war es wechselhaft und kühl bei Höchstwerten um die 18 Grad. Morgen Freitag ebenfalls wechselhaft und kühl bei maximal 20 Grad. Es bleibt aber trocken.